Hallo liebe Freunde des gepflegten Gaming, so ein herzlich willkommen zurück hier bei Return to Monkey Island. Ich heiße nicht nur Silver, sondern auch dich recht herzlich willkommen hier am Strande von Lloret de Mar, wo wir dieses tolle Abenteuer weiter bestreiten. Und wir suchen gerade nämlich noch Gänseblümchen, denn ja, wir haben die Titelmelodie, wir haben den Slogan. Was uns noch fehlt, ist ein Lieblingsessen. Wir wissen, es ist Tentakel mit Gänseblümchen. Tentakel haben wir. Gänseblümchen fehlen und die müssen wir noch besorgen. Dann können wir das Ganze von Putra in der Köchin des Schiffes von Le Ship, ja, dann zubereiten lassen. Ab zu dem Captain Madison. Madison kocht uns das. Dann hintergehen wir Le Chuck, dann hintergehen wir Madison und dann finden wir das Geheimnis von Monkey Island. So, auf geht's. So, das ist der Plan für diese Folge und den kommenden Folgen. Ich bin auf der Suche nach Gänseblümchen. Kennt ihr das von ganz schön Feist? Oder wie heißen die? Feist, da heißen die jetzt nur noch, glaube ich, ne? Ich bin ein Gänseblümchen im Sonnenschein und durch meine Blüte tritt die Sonne in mich ein. Ich bin ein Gänseblümchen und mir wird ganz warm. Ich könnte die ganze Welt und dann mich selbst umarmen. Kennt ihr? Ich mag das. So, aber ich befürchte, da jetzt aufs Schiff gehen, das ist Quatsch. Vielleicht müssen wir dann doch die roten Beeren abschneiden. Pass auf. Das ist das Einzige, was irgendwie noch ein bisschen logisch wäre. Aber funktioniert natürlich nicht. Ist klar. Ist klar, ne? Ja, hier ist auch nichts zu holen. Gehen wir mal da lang. Ach ja. A lot of jungle, baby. Gibt's hier denn irgendwas? Ach, das ist ein Holzhuhn, ne? Können wir da was mitmachen? Nö. Ich gehe jetzt einfach mal irgendwie durch. Irgendwas muss doch hier essbar sein, Freunde. Gehen wir mal da den Pfad hoch. Ein malerisches Vogelhaus. Aber viel machen kann man damit nicht, ne? Nee. Von die dicken, dicken Bienen, ey. Das ist schon Wahnsinn. Ja, aber hier ist auch nichts. Ach, hier geht's auch noch lang. Ah, ja. Ja, das Gefühl kenne ich. Dann sind wir hier hochgegangen, genau. Da kommen die Bienchen. Ja, aber können wir trotzdem was nehmen? Nee, hat nicht funktioniert. Okay, dann einmal hier lang. Aber dann kommen wir ja wieder zum großen X, was die Stelle markiert. Ich finde das total schön mit den, Ameisen hier. Dass sie sich so bedienen an der Natur. Machen wir Menschen auch, aber auf negative Art und Weise. Ja, aber da ist nichts zu holen. Hier ist nichts zu holen, Mann. Vielleicht unter Wasser. Das ist die einzige Stelle, wo wir jetzt noch nicht waren. Müssen wir mal probieren, wa? Wir haben ja ein paar Minuten Zeit. Ankerkette. So. Ich dachte, weil die jetzt so reingehen, dass wir die irgendwie kriegen müssen. Weil wenn wir wiederkommen, dann sind sie weg. Hm, aber hier ist auch nichts, ne? Hier ist ja nichts. Nichts! Nichts ist hier, verdammt. Warte mal. Können wir einfach hier das hier nehmen? Das ist bestimmt so eine... Wo ändert sich die Musik gerade? Ich habe schon Schreck gekriegt. Hm, das ist bestimmt irgendwas, wie am Boss hier am Boden rumkreucht. Ach Mann, stand nicht zu weit weg. Auch nicht. Nee. Dann nochmal hochklettern. Vielleicht hat irgendeiner noch Blümchen mit. Ach ja, danke. Das wäre es gewesen. Danke, dass er, dass der Entwickler für mich mitdenkt. Was ist das denn da? Gott sei Dank, das ist kein Gänseblümchen, aber ich nehme jetzt jedes Gestrüpp, was man kriegen kann. Erstmal mit. Ach hier, warte mal, hier war doch was. Ah ne, alle Gliedmaßen. Teufelskrabben. Ekelhaft. Nee, geht auch nicht. Was ist denn das hier? Ja, das Witzebuch noch. Hm.
Ich würde sagen, wir drehen nochmal kurz. Da ist auch nichts. Vielleicht ist er jetzt wach. Gehen wir mal hoch. Gucken. Ich habe eine Idee. Der hat doch... Ah ne, das war keine Blume, ne? Das war so ein... Ach, das war so ein Dings. Ja, genau. Nee. Schade, ich dachte, wir könnten was abschneiden. Wo kriegen wir Gänseblümchen her? Warte mal. Sind das Blümchen da drauf, ne? Okay, pass auf, dann schneiden wir uns was ab. Da sind noch Blumen drauf. Mann. Oder haben wir irgendwas auf der Tasche, was nach Blume aussieht? Hier, auch nicht. Aber hier ist auch nichts zu holen, ne? Das ist schwierig. Mann. Irgendwo hängen die wahrscheinlich wieder so richtig. Nicht so kompliziert. Hier sind noch Blümchen. Oh, hier sind noch Blümchen. Nimm noch die Blümchen, ist doch egal jetzt. Nee, sonst ist nichts zu holen. Okay, die Hauptzutat. Das heißt nicht, dass sie... warte mal, vielleicht reicht das schon. Das ist schon zu simpel teilweise. Also normalerweise beim alten... Ja. Ja, dann. Nein, wir nehmen sie. Ich hätte fast schon wieder rechts Maustaste gedrückt. So, jetzt aber schnell raus hier. Das ist schon teilweise zu einfach, muss ich sagen, weil ich kenne das noch vom alten Spiel. Da musst du so 5, 6 Sachen machen, damit du eine Sache hattest. Also das ist schon ein bisschen sehr stark vereinfacht, möchte ich mal sagen, ne? Na gut. Da nichts wie raus. Und dann geht das Ganze nochmal von vorne los, was wir schon in der letzten Folge gemacht haben. Gut, schnell zur Affeninsel. Nehme ich doch gleich nochmal einen Schluck. Köstliche Wasser. So. Nochmal lauschen, warte. I want to be sure you understand. We're going to share this. This secret? The Reapwood, you clown. I haven't killed anyone since we got here, and I'm feeling itchy. Both of you just remember to wait until we've got eyes on the secret. By which time the map and I will be long gone. So, hey, Freunde. Remind me again when we get rid of the wood. Ach so. Komm schon. Jetzt aber. Hey. Hey. So, wir fahren. Wir spielen das Ganze nochmal. Ich habe vergessen, wie die Melodie heißt. Dodo mi so fa fa re. Also. Dodo mi. Do. 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 Mi. So. Qua. Qua. Re. Yo. Ho. 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 That's promising. Next step. Jetzt haben wir's. Kennen wir ja schon. Diesmal haben wir auch das Rezept. Brandschatzt. Die zitternden Entermesser. Okay. Wieso muss ich?
Und? Oh oh. Was passiert? Der Affenkopf vielleicht? Wow. Weit weg zu hören. Was ist das? Eisprinzessin. Wow. This dark magic stuff gets kind of intense. Anybody see where the map got to? Oh oh. Not your concern. Thanks for your help. Time to go. Wait. Any last words before we drop you off the cliff and retrieve the secret for ourselves? Was ist unsere Vereinbarung geworden? Es ist noch Zeit, mich gehen zu lassen. Lasst uns darüber abstimmen, ob ihr mich von der Klippe stoßen wollt. Hinter euch ein dreiköpfiger Affe. Würde ich natürlich nehmen. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir auch nur vorstellen kannst. Ja, das nehmen wir doch natürlich, das hier. Look behind you, a three-headed monkey. You can't fool us. There aren't any monkeys here. This is Monkey Island. Oh. Nein. Hätten wir irgendwas machen können? Nein, ich glaube nicht. Das ist der Tod von Guybrush. And how could riddance to Murray, the annoying demonic skull? Wait, I have a family. Good. Trent, let's have a look at the map again. Yard! It was just in my pocket. Never mind. I remember what was on it. Let's go get the secret. Okay, jetzt machen wir ein Wettrennen, wa? Wer als erstes da ist. Autsch. Und jetzt kommt noch was von oben. Over here somewhere. So, you survived walking the plank only to stumble off a cliff. I always knew you were a buffoon, but this really takes the prize. Speaking of taking the prize, as you lie here, slowly dying, feel free to torment yourself with the knowledge that I will shortly have the secret, and then the fairy lane as well. Okay, Oh, komm, nehmen wir das wegen Elaine. I didn't quite catch that, but no matter. Your last words will be forgotten. Ja. Along with you. Soon, not even the stench of your passing will remain, as the world moves impeccably onward. Captain LeChuck. Captain Madison, sir. She and the others have just set sail. They're leaving the island. Leaving? They must know where the secret is. If we hurry, we can catch them at sea and persuade them to share. Uff, das tut weh. Ich glaube, meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Ich muss ihnen folgen. More than that time with the cannon in the tent pole. Oh, hello? Yeah. Is someone here? Guybrush! Oh, no. Elaine! Are you okay? Es tut mir weh, wenn ich atme. Ich glaube, meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt. Das hängt von deiner Definition von okay ab. Wie kommt sie hier hin? Depends on your definition of okay. Let's start with likely to survive the next 2 minutes. I suppose I can manage that if I have to. Oh, I'm afraid I insist. What are you doing here? Did you come to rescue me? How did you even get to Monkey Island? I guess you made the potion? You used a potion to get here. It's so cute. But let's not get sidetracked. You've fallen off a cliff. Diese ganze Reise war eine Katastrophe. Die letzten paar Monate waren eine Verschwendung. Ich kann nicht mehr LeChuck oder Madison mithalten, geschweige denn mit beiden. Na komm. This whole voyage has been a disaster. Nothing but humiliation, physical danger and humiliating physical danger. I keep losing sword fights. I got thrown off a ship and thrown off a cliff on the same day. I got caught in a snare trap meant for LeChuck. My own fault. I had a map. There was an X and a shovel.
You didn't find that suspicious? Might as well just lie here and starve to death. I've got a better idea. Come back with me to Scurvy Island. I'll take a break from the Scurvy Project to nurse you back to health. Wenn du willst, was machst du? Was ist das für ein Unterschied? Warum nicht? Jetzt, wo die Karte weg ist, werde ich das Geheimnis nie bekommen. Ja. Why not? I'll never get to see it now that the map. Ach, wir hätten die. Hello? Ah! Zack. Is that the map to the secret? That melonhead put me in his pocket with it. I grabbed it for leverage. Holy cow! The secret is at the voodoo shop on Melee Island. Oh! Change your plan, Elaine. We're going back to Melee. We are? What about all the things you just said? Ich habe mir den Kopf gestoßen. Ich muss mir den Kopf gestoßen haben. Da hatte ich mir die Karte noch nicht. Wir müssen uns beeilen, wenn wir als erstes ankommen wollen. Ja. Keine Zeit vertrödeln hier. Was? I know, I saw it. I got dropped off here so I could fix it up as a surprise for your birthday. What a great present. You always amaze me. I had no idea you knew ship repair. I don't know any more than you do, but I brought a manual. Why don't we fix it together? Okay, fantastisch. Vielen Dank. Du kannst die glibberigen Teile machen. Ich kriege den guten Hammer. Fantastic. Thank you. Race you to the ship. Komm, Murray. You got our work cut out for us. I don't relish the idea of being with you, but I guess it beats spending the next 100 years on this stump. Maybe. Das stimmt. Not the pocket. Advanced ship repair for the dummy klutz. Like it was written just for me. Zack. Ja gut, dann hinterher, aber wir werden es ja eh. Ja, weißt du, wie schnell, also. Slowpoke. You got a head start. You say bye first. So, jetzt, was? Was hat sie denn da? Okay, dann fängst du an. Ich guck mal gerade hinter diesem Strauch. Das. Na gut. Also, das Schiff reparieren, überfliegen. Advanced ship repair for the dummy klutz. Like it was written just for me. Ja, dann nehmen und benutzen. Auch das Schiff reparieren, alles klar. CD Diskette einfügen. Oh. Oh ja. Ich schöpfe aus, alles klar. Alter, ach, das ist schön. Das Buch, wir hätten das Buch mitnehmen können. Rückwärts reinsetzen. Teil 4, es wird kompliziert. Yes. Und Errungenschaft, Teil 4 kriegen wir auch. Sauber. Ach, Helene, auf dich ist immer Verlass. Klasse. Und da tuckern wir hin. Was? Alter, wir verlieren aber viel, ne? Aber immerhin. Es fährt. Huh. I would expect Madison or LeChuck's ship to be here by now. Oh my goodness, look at the damage. Oh oh. I want to go and talk to Carla about organizing earthquake relief. You're not coming to the voodoo shop? Of course I want to, but this is a crisis. There'll be other damage. I have to help. Well, ja. I want to hear all about it later. Ist das Murray hier vorne? Right, yeah. See you soon. Mit einem unbesiegbaren dämonischen Galionsfigur plaudern. Watch the ship for me. Fight anyone who tries to steal. You're fine. There aren't any scrap lumber dealers on Melee. Das stimmt. Ja. Okay, Freunde, es ist ein bisschen heller als sonst hier, ne? Ich würde sagen, jetzt bevor wir zum Voodoo-Laden gehen, erst einmal nochmal umschauen. Ich könnte nämlich jetzt einmal schauen, was hier oben vonstatten geht. Okay, gut. Dann doch keine Zeit vertrödeln. So, mit der Piratin sprechen. How come you're still here? The bar is half collapsed and slightly on fire. Not done with my drink. Oh nein, die Scamba. Did you feel the earthquake? I was too busy running for my life. Das kann ich verstehen. Was ist das? What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your grog palate. Ja, das stimmt. Sounds exotic. Not done with my drink.
Was ist das? Hey, mein Kochbuch hat die Flamme überlebt. You saved the cookbook. Yes, sehr gut. I saved the cookbook. The ceiling was collapsing. The building was on fire. People running everywhere. And I saved the cookbook. Warum? Why? Excellent question. I can think of 100 other things I'd rather have saved. My favorite 12-inch knife. My collection of rare spices. Yeah. Painting of my father, the monk, that I painstakingly crafted with my own hand, my cat. But in a crisis, you don't think there isn't time. No. Oh. You just act. And by acting, you expose your inner self. Heroism and villainy are revealed in moments like these. Me? I saved the cookbook. You're welcome. Kann ich das wieder haben? Ja. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it. With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have. Ach, müssen es doch zurückgeben. Na gut, aber wir haben noch ein Bild hier. Guck mal. Da. Hallo? Hallo, das ist doch dein Vater. Hallo? Das ist unglaublich. Kann ich noch einen Drink haben, bevor es... Na gut. Dann geht's weiter. Ab zum... zum Voodoo-Laden. Wahrscheinlich sind sie in der Zwischenzeit auf halbem Weg nach Millie Island. Oh, oh, deswegen. Alles klar. Bam, 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 bam. Freunde, I bring you fire. Some experience and me relentless drive will ensure the secret be mine. Only if you don't have a heart attack first. Ha! Last chance to give it up. Then we obliterate you. My ocean. Machen die sich jetzt gegen... Auf jeden Fall halten sie sich beide gegenseitig auf. Das ist schon mal gut. Oh. Das Huhn. Mit dem Ei vielleicht? I'm impressed by your crosswind ramming technique. I'll have to add that to my book. My crew is quite skilled when given the right motivation. I'm still worried about Threepwood. He shows up in the most unexpected ways. We don't have to worry about Threepwood anymore. I left him broken and near death at the bottom of a cliff. His eye was pussing up. And bone was protruding from his leg. Animals have probably already scattered his limbs from one end of the island to the other. So it's agreed. We stop fighting each other and we join forces to find the secret. Agreed. No funny stuff. We split the secret. Teammates. Süß. Okay. Die passen auch sehr gut zusammen, die zwei. So, dann, ja, ich will mal kurz gucken, ob es noch was anderes hier gibt. Vielleicht sollte man mit Wally nochmal gucken. Na gut, okay. Wir können gar nichts anderes machen, ne? Ja, okay. Also wir müssen definitiv hier reingehen, aber erstmal speichern wir, weil ich ja nicht genau weiß, was vonstatten geht. So. Und ich habe gehört, dass es verschiedene Enden gibt. Did Madison come? Did they get it? Where's the secret? Mhm. Es muss da drin sein. Oh no. Sie ist auf jeden Fall hier, okay. Aber der Rest ist alles am Arsch, ne? Yeah, I'll bet the secret of Monkey Island is in there. It just has to be. You've had it all this time. I possess little and much. To what are you referring? Don't play dumb with me, Karina. I have the map. The secret of Monkey Island is here. What is it you wish to know? Kannst du mich in deine Gedanken... Kannst du nicht meine Gedanken lesen? Wo ist das Geheimnis? Es ist in deinem großen Tresor neben der Tür, richtig? It's in that big safe by the door, right? Yes. Okay. Wo sind die Schlüssel zum Tresor? Warum hast du das Geheimnis an dich genommen?
Wie konntest du das vor mir geheim halten? Sind LeChuck und Captain Madison hier gewesen? Vielleicht habe ich später noch Fragen an dich. Okay, wo sind die Schlüssel? Where are the keys to the safe? I'd like to get it open as soon as possible. I am prevented from helping you with the keys. But there is one close by. Who knows? Die alte Frau. Die alte Frau. And she will find you. How do you know that? She is outside the shop. Warum hast du das Geheimnis an dich genommen? Why did you take the secret? Doesn't it belong on Monkey Island? I have taken nothing. The safe came to me as you see it and belongs to someone else. I accepted a fee and cast a spell upon it to prevent it being moved. That is all. Wem gehört der Tresor? Who owns the safe? Alas, there are forces which prevent me from revealing. Das ist die Frau, deren Namen ich vergessen habe. Signed in blood, with gruesome punishments for disclosure. Some kind of a voodoo thing? No. Wie konntest du das von mir geheim halten? Ganz einfach wahrscheinlich. It is not a secret from you, Guybrush Threepwood. It is a secret. Full stop. I am bound by an agreement. Okay. Have LeChuck or Captain Madison been here? No. That's weird. They were way ahead of me. Sometimes it's better to have two enemies than one. But you should not waste time. Vielleicht habe ich später noch Fragen. I might have answers, but I make no promises. Okay. Wir sind kurz am Ziel. Wo ist er hin? What happened to your cauldron? I sold it to a soup shop on another island. They didn't mind the magic spell residue. Okay. Gut, also. Öffnen wir einfach. Die Frage ist jetzt, ziehen wir es durch? Ja, ne? Ich weiß nicht, wie viele Folgen es noch kommen werden. Wir sind schon bei 27 Minuten. Tja, wir werden's sehen. Wenn ich jetzt den Markt für Mojo verlasse, da steht sie. Kurz, machen wir nochmal hier. Also, wir gehen raus. Da ist sie. Ich bin ziemlich aufgeregt. Geheimnis? Welches Geheimnis? Ich gebe nichts zu. Gilt das als gefunden, wenn es in einem Tresor eingeschlossen ist? Haben alle außer mir schon davon gewusst? Bist du diejenige, die von den Schlüsseln weiß? Oh, das ist... Ja. Okay. How do I open the safe? Five locks, five keys. Golden keys. Hidden long ago. Wie sehen die goldenen Schlüssel aus? Wo kann ich die goldenen Schlüssel finden? Warum ist das Geheimnis im Tresor und nicht auf Monkey Island? Erstmal fragen wir das. Okay. What do the golden keys look like? Golden? They're gold. It's just paint, but they look nice. Okay, wo kann ich die finden? Ja. Where can I find the golden keys? Most are found already. I found myself. Old Mrs. Smith had one before she died, and Bella Fisher too. Also, I heard one was found on Bermuda. That's only four. One more was supposed to be hidden on Terror Island. That one? Never been found. I'm writing all this down on my to-do list. Sehr gut. Doesn't sound so hard. A lot of people don't come back from Terror Island. Also, Bella Fisher sank out at sea and nobody knows where. Took her key with her. Oh. Kann ich mir den Schlüssel ausleihen, den du hast? Can I borrow the key you have, just to try it out? Not so fast, bright boy. Whitey Bones is not such an easy mark. You prove yourself. Get some skin in the game. Find me when you've got more keys than I do, and maybe I talk partnership.
Könntest du wiederholen? Nein. Wie kommt es, dass ich davon noch nie etwas gehört habe? Das scheint alles unnötig kompliziert. Wir sehen uns. Okay. How come we never heard about any of this before? I'm kind of a secret of Monkey Island buff. You'd think I'd know about it. The clues were buried deep and clever. Only a few ever puzzled them out. And we keep ourselves to ourselves. Könntest du. Nee, du erscheinst alles das erscheint alles unnötig kompliziert. Du scheinst klarer zu sein als damals, als du aus dem Fenster auf der Straße geschrien hast. Ja, gut. Okay. Ja. Na gut. Was? Wow, a curse? Really? No, I mean, yes, she did say that, but she was just being dramatic. Whitey likes to make a big exit. Well, one thing's for sure, I don't know how to get to either of those islands she mentioned. I'd better get a good CNAP right away. Das machen wir. Aber in der nächsten Folge, nicht mehr heute. Mein Gott, wir sind richtig kurz vom Ziel, würde ich mal sagen. Wir machen auf jeden Fall jetzt gleich weiter und falls dir diese Folge gefallen hat, gib dem Ding einen Daumen nach oben. Wenn du nichts verpassen möchtest, empfehle ich dir abonnieren, Glocke aktivieren, denn dann bekommst du auch Bescheid, wenn die nächste Folge online ist und wahrscheinlich erfährst du dann auch, was das Geheimnis von Monkey Island ist. Wir haben zumindest herausgefunden, wo er sich befindet. Deswegen sei auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Gerne was in die Kommentare schreiben, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!